Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Freddy, machst du mal bitte kurz Timer? Timer am Arsch. Ich bin hier übrigens wieder mit Freddy. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dieses Level schaffen soll. Timer. Kannst du, sagst du? Ja, nicht so wie Kirschi letztes Mal. Was hat er gemacht? Mir einen Timer von 15 Minuten gemacht. Assi. Direkt verprügeln würde ich den. Habe ich auch instant. Kann ich aber verstehen. Das will ich jetzt nicht. Alter, ist das assi, Alter. Reichen zwei Fischer erstmal? Klar. Oder ne, ich habe ja jetzt meine Straße, das heißt, ich kann ja mein Bilder wegmachen. Zwei davon, die kann ich dann direkt als Dings einstellen. Falls jemand nicht versteht, worüber wir reden, er spielt Banished. Ja, weil ich kann sowieso nie bei seinen Displays zugucken, weil er entweder Datenvolumen hat oder kein Datenvolumen. Das heißt, ich würde es entweder sehen und sein Datenvolumen würde sich aufmachen oder ich würde es nicht sehen. Genau. Das heißt, ich zocke einfach nebenbei irgendwas anderes immer. Oder ich mache einfach gar nichts und spoiler ein bisschen das Tidequest-Let's Play. Genau, was du eh nicht spoilern kannst. Ich hätte die als Gegner gespoilert. Ja, aber in einem Tidequest-Let's Play. Ja. Ist doch egal. Ich dachte, du holst immer rum, wenn ich spoiler. Okay, hab's geschafft. Boah, erstes Level, Alter. Wo bist du denn eigentlich gerade? Was ist das denn? Bin in der Hölle. Willst du drüber reden? Ja, bitte. Okay, chill. Ich meine, die Hölle ist schon schlimmer, als ich dachte. Okay. Ich habe wenig Feuerholz. Soll ich mir so einen Feuerholztypen einstellen? Ja, musst du. Sonst kriegst du kein Feuerholz. Oh, geschafft. Nur der macht dir Feuerholz. Okay, übertreib halt noch mehr. Assi. Soll ich? Ja, bitte. Ich bin tot. Wie kriegt man neue Menschen? Warte gleich. Indem sie Kinder machen. Und dafür brauchst du Häuser. Achso, ja. Aber Kinder machen dauert richtig lang. Die Kinder müssen erstmal 10 werden, damit sie arbeiten können, oder? Ja, oder du brauchst eine Uni, dann müssen sie erst 17 werden, bevor sie arbeiten können. Tschüss! Aber dafür produzieren sie auch mehr. Kann ich gegen das KZ stecken? Ich schaff das hier nicht, ey. Okay, vielleicht sollte ich es so machen. Okay, vielleicht sollte ich es nicht so machen. Das Spiel hat übrigens gerade was mit Abwarten zu tun, deshalb kann ich das nicht. Ich bin niemand, der abwartet. Okay, gleich mal verkackt. Okay, gleich mal verkackt. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und wie sieht's aus mit Kleidung? Wie soll ich die holen? Kleidung ist scheißegal. Meinen Leuten wird dann doch aber kalt. Nein, sie haben im Winter ja Feuerholz. Okay. Kleidung ist was für Noobs. Achso, sorry, dass ich lebe. Ja, nee, ist immer noch zu entschuldigen. Okay, ich habe ein Kind, was 8 ist, ein Kind, was 5 ist, ein Kind, was 5 ist, 7 und 3, 9, 7 und 5 und Alter, du hast so viele 9. Kinder? Ja, die hab ich alle schon am Anfang gehabt. Ach stimmt, du hast ja schon gespielt ein bisschen, ne? Nein, ich hab die direkt auf Start gehabt. Okay, ich hab keine Ahnung, ich hab deine Stunde gespielt, ich hab nur das Let's Play geguckt. Ich hab's mir natürlich direkt gekauft, als es rausgekommen ja, ist. Ja, sofort für Aber mit 5 Finger Rabatt. Mit was? 5 Finger Rabatt oder 4 Finger Rabatt, was war das? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's geschenkt bekommen, sagen wir es so. Ja, du hast es auf eine Kirche geschenkt bekommen. Gar nicht? Der bekommt nichts geschenkt, weißt du doch. Ja eben, deshalb hast du es ja Geschenke bekommen. Kirche schuldet mir übrigens immer noch Geld. Nein, einen Kasten. Ja. Wieso? Ich fick hier gleich jemanden. Theoretisch schuldet er uns einen Kasten. Theoretisch. Theoretisch kann er so einfach 2 Flaschen Beltheiz kaufen, oder? Die kann er sich nicht leisten.
Ja, aber ein Kasten kann sich auch nicht leisten. Besser als zwei Flaschen Band. Halt. Wir wollen nicht so billig Zeug haben, ne? Ich will gar kein Bier haben. Was soll ich, trinke kein Bier. Wie Apfelsaft. Apfelsaft von Bellentanz. Wir sind hier in meinem Let's Play, nicht in deinem. In meinem Let's Play sag ich auch nie was über Apfelsaft. Echt nicht? Nicht, wenn ich mit dir das playe. Ja gut, aber sonst. Das stimmt nur bedingt. Ich schaff das hier nicht, Alter. Ich was macht mein zweiter Bilder eigentlich? Kurz ab. Nice, ich kotz ab, Alter, ich schaff das hier nicht. Kann ich nicht einfach... Okay, sterben. Kann ich nicht einfach... ich muss versuchen, mal dahinter zu laufen. Ich glaube, dann klappt das auch. Okay, ich falle erstmal direkt instant runter. Und nochmal. Okay, so klappt das. Gut. Ich sollte mir vorher überlegen, was ich mache. Okay! Das Spiel wird immer fotziger. Also wie immer. Ich werde jetzt übrigens 100 Jahre an nur einem Part sitzen. Wollte ich nur mal vorwarnen. An einem Level, meint er. Klar, woran denn sonst? Das haben wir im Park gesagt. Okay, also ich habe jetzt 2 Level pro Park geschafft. Oh gut, mein erstes Kind ist erwachsen geworden. Wie ist es mit den Fischern? Reichen 2 wirklich? Einer reicht. Also 2. Ja, genau. Das heißt, mit den anderen 2, die kann ich als Lobobra benutzen, wovon ich dann noch einen als Bilder einstelle? Nein. Ach, warte mal, ich dachte, du meinst 2 Fischerhütten. Nein, 2 Fischer. Wie viele Fischer brauchst du denn laut Beschreibung? Maximal gehen 4. 1, 2 reichen. Ich hatte vorher nur einen, weil ich zu wenig Leute hatte. Selbst einer reicht wahrscheinlich. Man kann das Portal kaputt buggen. Wie? Indem man einfach durchspringt, dann kommen die Kugeln nicht durch. Okay, ich bin übrigens übertrieben schlecht in diesem Spiel. Ah, das tut mir endlich leid. Falls es euch interessiert, wie ich dieses Spiel hier spiele, ihr müsst es trotzdem hören, weil ich es jetzt spiele. Ja, also nur mal so, wer meine Kommentatoren nicht leiden kann. Zum Beispiel mich oder Dr. Freddy oder Professor Dr. Freddy oder Kirschfack. Oder ich hatte noch nie einen anderen Kommentator, ich weiß. Willst du ein paar neue haben? Nein, ich will keine 15-jährigen Mädchen als Kommentatoren haben. Entschuldigung, Tibbers. Sorry, Tibbers, du kannst wohl doch kein Geld hier verdienen. Danke für das tolle Bild. Ganz ehrlich, ich habe selbst 15-jährige Mädchen, die Kommentator spielen möchten. Ich sag mal Kommentator und nicht Kommentator. Ich habe jetzt einen Woodcutter oder wie der heißt. Nice. Reicht einer. Passt hier nur einer rein. Wo rein? In die Hütte. Ich meinte, eine Hütte reicht. Ja, aber da passt doch nur einer in die Hütte rein. Ich weiß. Sorry. Ich denke mal, ich werde mir das Spiel auch noch kaufen. Ich auch. Mehr Spieler wäre super. Ja, dann würde ich, glaube ich, nur noch sterben. Ja. Ich würde dich sofort abfarmen. Kannst du mich nicht abfarmen? Ja, fick dich! Bitte nicht so schreien, das sind Kinder anwesend. Ich. Eben, deshalb habe ich ja gemacht. Alter, die Hölle ist richtig assi. Ich meine, ich möchte ja nicht mal mehr die Höllenlevel in der Black Area ausprobieren. Ich habe noch nie Black Area gespielt und das heißt übrigens Dark Zone. So ein Feld zu bearbeiten dauert ziemlich lange, oder? Es geht. Den kompletten Sommer. Also Bauern musst du das ganze Jahr eingestellt lassen. Außer im Winter? Ja. Das heißt, im Winter musst du immer Projekte anfangen, also zum Beispiel einen Hafen oder sowas. Projekte? Ja, immer kurz vorm Winter. Was für Projekte? Häuser, Marktplätze, Lager. Ja, meine Häuser sind schon alle fertig bis auf eins. Ja, und deshalb wirst du eine Nahrungsknappheit im Winter haben. Weil du nicht schnell genug mit dem Feld anfangen konntest. Hey, ich kann doch sowieso nur 2 Leute einstellen als Gärtner. Nein. Doch.
kannst richtig viele einstellen. Ja, ich kann mehr einstellen. Okay, dann mache ich halt noch zwei drauf. Dann habe ich halt zwei drauf. Was? Nicht. Du kannst auch Leute als Gärtner einstellen. Das müsst ihr wissen. Übrigens, das heißt nicht Gärtner, das heißt Landwirt, was die machen. Es ist nur Landwirt, was du auf dem Land wirst. Was? Manche Leute kümmern sich im Spiel halt nur um den Profit und ich kümmere mich halt darum, dass es meinen Leuten auch gut geht. Genau. Oh, geschafft mit Grade A, Alter, ich könnte kotzen. Bestes Spiel überhaupt. Okay. Okay. Okay, das wusste ich nicht, dass da so ein Scheißvieh kommt. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich achte nie auf meine Umgebung. Nein! Ich habe so schön gebackt die ganze Zeit. Das war so toll. Ich hätte früher springen sollen. Wie viel Fisch sollte man bis zum Winter etwa haben? 1000. 1000? Ja. Oh. Wie viel hast du? Also ich bin jetzt im Sommer und ich habe 147. Ich bin so schlecht. Dann habe ich noch knapp 200 bis 300 Kartoffeln in jedem Haus, also durchschnittlich ein bisschen wenig. So 300 und 120 sind noch in meinem Lager. Und mein Feld ist zu 18% geyieldet. Das ist ein bisschen sehr wenig. Hey, das ist ganz normal, ist der Sommer. Ja gut, bei Sommer. Alter, ruckelt das gerade bei mir. Das Spiel ruckelt. Okay, ich bin instant tot. Ich kann halt einfach überhaupt nichts machen, ne? Sorry. Kannst du mir bitte sagen, wieso meine Leute nicht das Haus bauen? Das ist ein Alpha-Bug, also ein Alpha-Problem. Sollten das eigentlich die Bilder machen oder die anderen? Die Bilder. Ja, die Bilder. Also ich meine, die Ressourcen überhaupt hintragen. Das machen, ich glaube, beide. Also die anderen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie Bilder machen. Also die sammeln gerade Sachen. Was ich noch befohlen habe vor einer Stunde. Nein! Es war so dicht. Ich würde gerade sagen eng, aber das kann man falsch verstehen. Okay, okay. Das Spiel wackelt bei mir einfach. Das ist irgendwie scheiße. Ich meine, ich wackel hier runter. The Reserver in Photos Low. Danke. Was hast du nochmal gebaut an Essen? Boden, ne? Boden. Boden. 10x10 und ein Fischer, genau. Der mit zwei Fische hat. Und ich habe so gut wie kein Essen mehr, das ist alles weg plötzlich. Ja, das haben sich die ganzen anderen Leute jetzt. Achso, das eine aus hat sich einfach 200, hat sich einfach den ganzen Fisch genommen. Ja, das ist normal. Achso. Die decken sich immer ein. Solange ihr in den Häusern genug haben, ist mir egal, oder? Ja. Ah, die bauen das Haus nicht fertig, chillig. Ich sterb ja jedes Mal. Und ein zweites Feld sollte ich nicht direkt bauen, oder? Nein. Oh, fuck. Und wie ist mit dem Jäger? Nein. Erstmal nicht. Du hast einen Fischer. Das reicht. Und ein Jäger jagt Gathers auch... hat? Weiß ich nicht. Was und ist ein Gathers hat? Was ein Gathers hat, ist irgendwas zum Heilen, ne? Ja, das ist mit diesem Herbs da. Und ist das Kräuteroma? Nee, Gathers hat ist so ein Sammler, der sammelt Wurzeln und Beeren. Ja, genau, so eine Kräuteroma. Ja, und dann gibt es auch diesen Herbalist, der macht so Medizin-Scheiße. Nee, der Herbalist ist die Kräuteroma. Was ist mit Orchard? Das sieht aus wie Fruchtbäume. Obstbäume? Die lohnen sich die Walnüsse. Also solltest du im nächsten Jahr Walnüsse machen. Soll ich da auch mein Feld weitermachen im nächsten Jahr? Ja. Okay. Zweites bauen einfach. Das Spiel scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Ich weiß, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Vielleicht werde ich mir nochmal ein zweites Mal für Fischi kaufen. Ah, sehr nett.
Du meinst einfach nur, um die Spieleentwickler zu unterstützen, willst du die natürlich ein zweites Mal kaufen, weil du es so toll findest. Ja, natürlich. Wow, such game. Und was für Marketing brauche ich nicht, oder? Den brauchst du erstmal nicht, nein. Ich weiß auch nicht, ob der schon funktioniert. Und was ist mit dem Brunnen? Ein Brunnen, damit kannst du Feuer löschen. Also nicht. Später. Also ich komplett nutzlos ist der. Ja, genau, du kannst damit nur Feuer löschen. Ja, ich brauche kein Feuer, ich habe kein Feuer. Ich gebe den Leuten einfach kein Feuerholz mehr. Den würde ich mir erst im zweiten Jahr kaufen. Dann habe ich in meinem ersten Playthrough alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ja. Gut, gut gemacht, Freddy. Danke, Freddy, sehr nett. Und am besten fällt man so alles, was in der Gegend ist, oder? Alles, was du nicht haben willst, ja. Also alles, was ich auch... Alles, was da ist, einfach. Ja, ich würde nicht alles an Wald pflanzen. Der Typ pflanzt nur nach. Ist doch egal. Es muss ja irgendwas da sein, um es nachzupflanzen. Also du machst es am besten nicht so wie ich bei Anno. The Reserve on Fire for Fruits is low, ist das schlecht? Ja. Wenn die haben alle aber 50 noch. Was 50? Na, der eine hat 100. Was 100? 100 Firewood. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Es ist Late Summer schon, das ist schlimm, oder? Nein, no, es geht schlimmer. Fuck. Im Herbst oder so nehmen die automatisch die Ernte, oder? Ja, wenn sie fertig ist, schon. Wenn sie nicht fertig ist? Dann nicht. Ich hab sie im Frühling gepflanzt, sie muss fertig sein. Hoffe ich. Hoffst du. Ich hab 3 Labore, ich glaube, ich stelle noch 2 ein als Fischer ein. 1, 2, 3. Fuck. Okay, mehr als 3, 4, 5, 5. Nennen. Das heißt, in dem Spiel brauchen wir eigentlich richtig 1, Taktik, oder? 2, 3, 4, 5. Okay, wirklich 5. Ja, aber man braucht in dem Spiel Taktik, es ist ein bisschen komplizierter als andere, wobei ich bei anderen immer verkacke. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, es sind mehr als 5, okay, 6. Oder echte 5 Sekunden. Warte. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, okay, es sind 6 wirklich. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich finde aber schön, wie die Sachen aufsammeln. Die nehmen da so ein Teil mit, bücken sich kurz und nehmen dann noch einen größeren Teil mit. 4, 5, 6. Nein, das war so knapp. Okay, nochmal 6. 1, warte mal. Warum sollte man ein Food Limit machen auf den Feldern? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil man sonst viel zu viel hat. Ja, und was ist das Problem da dran? Dass das Lagerhaus voll ist. Ja, und? Ich glaube, ich kann noch schlecht werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was zählst du da überhaupt für eine Scheiße? Ich zähle Sekunden, bis ich springen muss. Okay, wenn ich 6 sage, spring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sprung! Ah, fuck, ich hab nicht gerannt. Nochmal. Spring, du Arschloch! Eine anderthalb Minuten eins, sollte der Timer. 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße. Ich will dieses Level wenigstens noch schaffen. Ich schaff's eh nicht. Was für Schneiderlevel brauche ich nicht erstmal, oder? Nein. Und ein 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal auch nicht. Aber eine Taverne hört sich gut an, da geht's erstmal um erstmal nicht. Alkohol. Du hast zu wenig Leute. Ich habe schon 100.000 Leute oder eins, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich springe mal oben in die Kante, okay. Ich könnte auch einfach mal auf die Zeit achten, die vergeht, bis ich... Warte mal. So, jetzt. Nein! Thank you.
Wie sollte im ersten Jahr das Feld gehealtet sein, etwa? Ich hab keine Ahnung. Was schätzt du? Bei Gronkh waren es 100, glaube ich. Bei mir sind es jetzt 52. Im Spätsommer. Das geht aber noch. Herbst kommt vielleicht auch noch. Im Herbst. Und sie ernten jetzt schon. Und okay. Der Timer. Okay, sorry, dann schaffe ich dieses Level wohl nicht mehr. Doch, schafft er. Dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen. Haut da rein, Leute. Tschüss. Ciao.